Ja, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, so darf ich sagen, weil ich bin nicht nur der IG Metall, ich bin natürlich berufsmäßig in Verdi auch und noch solidarisch in der IG Bau Steine Erden, weil ich vor kurzem in einer Veranstaltung war, wo der Inhaber, eine Gebäudereinigungsfirma, die Kollegen einschüchterte, weil sie einen Betriebsrat bilden wollten und dann die einzelnen Kollegen zu Hause sogar heimsuchte und ihnen drohte, wenn sie zu meiner Veranstaltung und gleichzeitig NGG-Veranstaltung kämen, müssten sie mit Konsequenzen rechnen. Und da habe ich gesagt, da bin ich jetzt auch noch Mitglied. Meine Arbeit hat begonnen innerhalb der Gewerkschaften der IG Metall. Das war der Chefredakteur der IG Metall, Jakob Moneta, der heute hochbetagt noch in Frankfurt lebt. Und der hat meine frühen Reportagen in der IG Metall-Zeitschrift, ja, damals, man kann schon sagen, durchgekämpft. Auch da waren Widerstände von manchen, so manchen, die ein bisschen verbandelt waren. Der ehemalige Hamburger Innensenator Runau, spätere, war damals IG Metall-Vorsitzende, der wollte nicht, dass der Name der Werft, wo ich als erstes arbeitete, Blum und Voss, dort veröffentlicht würde. Dann musste das ohne Namensnennung erscheinen. Und dann protestierte nachher die Howaldswerft, weil da ähnliche Zustände herrschten. Das heißt, es ist ein langer Weg und ich habe bei Ford am Fließband angefangen, wo mein Vater in der Lackhölle, so nannte sich das, seine Gesundheit ruiniert hatte. War vielleicht kein Zufall, dass ich da meine erste Reportage in der IG Metall-Zeitschrift veröffentlichte. Dann habe ich bei Siemens Werken in München gearbeitet, auch damals bei Thyssen schon im Ruhrgebiet, in kleineren, mittleren Betrieben, so in Deutschland verteilt, sodass man mir nicht den Vorwurf machen konnte, das wären einseitige, besonders krasse Missstände. Und erst dann, als Betriebe dazu übergingen, über den Unternehmerwarndienst der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, von meiner Einstellung zu warnen, weil die Sachen waren bekannt geworden, waren Gesprächsstoff und hatten Wirkung hinterlassen, da wurde ein Steckbrief verbreitet im Betrieb, wo von meiner Einstellung abgeraten wurde. Und seitdem musste ich mir auch schon mal andere Arbeitspapiere besorgen, mein Aussehen verändern. Und mir hat mal ein Verfassungsschutzpräsident Meyer war das ein Kompliment gemacht. Der sagt, bei mir würden die Koordinaten so sein, dass ich so ein schwer zu observierendes Allerweltsgesicht hätte. Ne? Das war natürlich eine gute Voraussetzung, immer wieder hier Einblick zu nehmen. Und da ich altersbedingt, ja, ich habe eine gute Maskenbildnerin, die schafft es aus mir auch noch im frühgealterten Anfang 50-Jährigen hervorzuzaubern, Haare und so weiter und sportliches Training. Ich mache Marathonlauf und auch Krafttraining. Aber das reicht nicht, um in bestimmte Bereiche noch reinzukommen. Und so habe ich jetzt mir dann was einfallen lassen. Aus meinen Rücklagen habe ich eine neue Stiftung gegründet und eine Förderung, ein Stipendium jetzt auf die Beine gestellt, wo andere freigestellt werden, junge Journalisten oder auch Arbeitslose, aber auch Arbeiter und Angestellte, um in die Betriebe reinzugehen, wo es im Argen ist, wo manchmal Menschenrechtsverletzungen, kann man das wirklich so nennen, an der Tagesordnung sind und wo Gewerkschaften teilweise nicht erlaubt sind oder rausgemobbt werden. Und das nimmt zu. Das sind leider keine Einzelfälle. Und das, wie gesagt, da verspreche ich mir was von, das kann ein Netzwerk werden. Und wenn das regelmäßig veröffentlicht wird, kann das ja schon einiges vor Ort verändern und vor allem auch Bewusstseinsveränderungen herstellen und Menschen etwas aktivieren. Ich finde, die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ist in der Demokratie eine Mindestvoraussetzung, sich aktiv einzubringen und auch gegen Willkür und Unrecht vorzugehen. Und wenn welche kommen, wenn es zu spät ist, Jüngere vor allem, die dann irgendwann jetzt die Gewerkschaft brauchen, da kann man ihnen nur sagen, es kostet auch nicht viel. Ich mache bewusst Werbung, weil ich auch viel in Schulen bin. Und wenn ich dann erlebe, dass eine Berufsschulklasse im Osten, wenn man fragt, wer ist Mitglied, einer. Und wenn man fragt, wer kriegt eine Lehrstelle, wenn er die Berufsschule abgeschlossen hat, wer wird übernommen von der Lehre, dann melden sich vielleicht drei. Das heißt, da ist eine Arbeitslosigkeit institutionalisiert und innerhalb der Gewerkschaftsbewegung stehen Gewerkschaften im Rücken zur Wand. Und da muss eigentlich ganz von vorne begonnen werden. Man hat manchmal den Eindruck, wir sind an frühkapitalistische Zustände zurückgekehrt.
Und die Rechte, die von der Arbeiterbewegung über Generationen erkämpft wurden, die gelten zum Teil nichts mehr. Das Selbstverständliche ist in manchen Regionen schon ein Ausnahmerecht geworden und muss neu erkämpft werden. Und wenn jetzt die Bundesregierung hingeht und Propaganda macht, und das wird auch in bestimmten Medien so verkauft, dass 2 Millionen neue Arbeitsstellen geschaffen werden und nicht hinterfragt wird, was sind das denn für Arbeitsstellen? Und da sagt die Statistische Bundesamt und auch die entsprechenden Organisationen, auch Caritas und so weiter, sagen, 2 Drittel dieser Stellen sind sogenannte prekäre Arbeitsstellen. Sind 1-Euro-Jobs, sind, wenn es überhaupt gut geht, 400-Euro-Jobs, sind Arbeitsstellen, wo diese Arbeit nicht zur Existenzsicherung reicht. Und wenn dann ein Chefsvolkswirt der Deutschen Bank schon vor Jahren kundgetan hat, wir müssten uns daran gewöhnen, dass hier Arbeitsstellen nicht mehr zum Lebensunterhalt ausreichen, dann zeigt es eigentlich, wohin wir gekommen sind. Und der Staat alimentiert im Grunde genommen Firmen, wo solche Mindestlöhne gezahlt werden. Leiharbeit ist ja immer mehr verbreitet und ist in manchen Betrieben schon das Vorherrschende. Und die Stammarbeiter werden in Konkurrenz gebracht zu Stammarbeitern. Das sind oft Jüngere, die zeigen wollen, dass sie vielleicht eine Chance haben, übernommen zu werden. Die wenigsten werden übrigens übernommen. Das war mal so angedacht. Vielleicht sind sogar auch einige sozialdemokratische Politiker darauf reingefallen und haben geglaubt, es würde zu neuen Stellen führen. Da sprach man vom sogenannten Klebeeffekt. Aber es sind weniger als 7%, die irgendwann übernommen werden. Und wenn sie übernommen werden, dann werden oft Stammarbeiter entlassen. Und es stehen dadurch wiederum neue Arbeitslose. Das Ganze hat mit verbrochen ein damaliger Superminister Clement, ja, einer der Figuren wirklich, der viele Jüngere zur Politikverdrossenheit führt, der irgendwann dann aus seiner Partei auch ausgetreten wurde, viel zu spät, und der seinerzeit all diese Gesetze mitverantwortete, hervorrief und eigentlich ja, der Branche zu gefallen, ich würde dann voraus allem Gehorsam. Heute ist er hochbestallter Lobbyist dieser Branche, nämlich für die zweitgrößte Leiharbeiterfirma Adecco. Hat er ein Institut in London und ist da deren Lobbyist, verdient ein Vielfaches inzwischen durch seine sonstigen Aufsichtsratsmandate, unter anderem für die RWE Power AG, wo er als Atomlobbyist immer auftrat. Solche Politiker schaffen Politikverdrossenheit und es ist eigentlich eine, ja, wie nenne ich das, eine Form von Korruption. Es sind zum Glück Ausnahmen. Wir müssen sie kenntlich machen in allen Parteien. Ich selbst bin nicht Mitglied in der Partei, ich bin Wechselwähler. Ich habe großen Respekt hier im Rheinland-Pfalz vor der hiesigen Sozialministerin, die, wie ich finde, das, was sie sagt, auch in ihre Politik einlöst, aber wie es dann vor Ort in der Basis aussieht, das ist dann noch ein Kapitel für sich. Und da komme ich durch einige konkrete Beispiele auch noch drauf zu sprechen. Ich würde jetzt vielleicht zur Veranschaulichung, weil es auch gerade aktuell ist und hier in der Region sich zugetragen hat, nochmal auf Firmen eingehen, die hier gar nicht so weit entfernt sind. Ich kriege ja jede Woche Zuschriften aus ganz Deutschland, wo mir schlimme Zustände mitgeteilt werden, die das, was ich erlebe, veranschaulichen oder sogar noch übertreffen. Und da fühle ich mich zum Teil inzwischen schon überfordert, weil ich kann nicht alles berücksichtigen und veröffentlichen. Da habe ich mir in letzter Zeit schon, ja, Praxis ist daraus entstanden, dass ich solche Firmen dann anrufe oder anschreibe und mir den Firmenchef oder den zuständigen oder Behördenchef geben lasse und sage, wissen Sie, ich habe da ungeheuerliche Sache auf den Tisch bekommen, eigentlich bin ich an einer wichtigeren Arbeit dran, tun Sie mir Gefallen, bringen Sie das in Ordnung, dann muss ich es nicht veröffentlichen. Und siehe da, von Fall zu Fall gelingt es und ich erreiche es, dass so vor Ort etwa, ich versuche es gerade im Mediamarkt, die auch keine Betriebsräte zulassen, aber sind ja hier unter uns. Ich würde jetzt ein
ja, weil es auch wieder einen aktuellen Hintergrund hat. Die Firma Weinzheimer, die ausschließlich für Lidl produziert, ist ja nicht so weit von hier, Stromberg, ich glaube 90 Kilometer. Da habe ich nun eine Zeit lang gearbeitet, auch als Niedriglöhner, und habe da Zustände erlebt, ja, wo man sich fragt, ist das möglich? Wir fühlten uns da wie in einem Straflager und waren Kollegen, die sagten, hoffentlich werde ich hier bald entlassen. Ich sage, warum kündigst du nicht? Ja, dann kriege ich eine Sperre vom Arbeitsamt. Ich bin hierhin verpflichtet, Arbeitslosigkeit ist groß dort. Und so war eine Willkür, die man sich kaum vorstellen kann. Heute, gestern habe ich von der Firma selber, ich habe da auch noch jemanden, der mit vielem nicht einverstanden ist und der mir da Insider-Informationen zukommen lässt. Ich muss sagen, ich freue mich darauf, dass die jetzt endlich mal einen Prozess gegen mich starten und da entsprechend gegen mich vorgehen wollen, weil ich sie doch immer wieder, auch heute nehme ich das gerade zum Anlass, diese aktuelle Geschichte, sie kenntlich zu machen und sie als Beispiel auch hinstelle, was alles in der Arbeitswelt los ist. Hier gerade heute auch eine Meldung aus der Bad Kreuznach, Allgemeine Zeitung. Da beschwert sich der Anwalt des Inhabers, der es übrigens geschafft hat, über anderthalb Jahre Prozessverschleppung zu begehen, weil der Inhaber muss sich vor Gericht verantworten wegen Körperverletzung. Wir hatten alle in dieser Firma Verbrennungen. Das war eine so marode Anlage, wo aus Mensch und Maschine das Optimale rausgepresst wurde. Und wir waren da die Lückenbüßer der Maschine. Und wenn die blockierte, dann hatten wir entsprechend Brandblasen und Narben. Ich könnte sie vorzeigen, meine Kollegen, aber alle, auch die länger dort arbeiteten, haben das alles erlitten. Und dann hat sich nun ein Gericht, so wie es im Rechtsstaat nun erforderlich sein sollte, hat das geprüft und ihn wegen Körperverletzung zu einer, wie ich finde, sehr milden Bußgeldsache, das hätte er im Bußgeldverfahren, ohne vor Gericht zu stehen, erledigen können. Das war sogar zur Bewährung ausgesetzt. Er hätte das Geld, 9.000 Euro, erst zahlen müssen im Wiederholungsfall. Aber scheinbar hat er vor, das Ganze zu wiederholen, weil er seit anderthalb Jahren jetzt einen Befangenheitsantrag nach dem anderen stellt, um nicht vor Gericht gestellt zu werden. Und nun sich mich selber versucht, in einem Strafverfahren da von abzuhalten, das weiter zu veröffentlichen. Ich, gerade aus dem Grunde, bringe ich jetzt schwerpunktmäßig diese Reportage, nicht? Weil das reizt mich dann genau zum Gegenteil. Und ich muss sagen, ich sehe diesem Verfahren mit Freude entgegen, weil dann hätten auch noch mal meine Kollegen und Kolleginnen Gelegenheit, als Zeugen auszusagen. Und die haben zum Teil viel Schlimmeres erlebt. Ich kriege gerade jetzt vorige Woche noch ein Schreiben von einem Kollegen, der schreibt, ich darf mal zitieren, sie muss eine Firma, die ausschließlich für Lidl produziert hat. Das heißt, die Zustände dort hatte Lidl mit zu verantworten. Das ist das Problem solcher Discounter. Billig, billig, billig ist da die Devise. Entsprechend sind die Arbeitsbedingungen, entsprechend ist die Qualität der Produkte. Billig, billig, billig ist da die Devise, entsprechend sind die Arbeitsbedingungen, entsprechend ist die Qualität der Produkte. Hier heißt es, die Arbeitskleidung musste ich mir selbst besorgen. Auch für die Schuhe gab es nur einen kleinen Zuschlag. Dann schreibt er, die Pausen waren mit 30 Minuten angegeben, aber es gab kein Recht, diese Pause auch zu machen. Gepinkelt wurde daher schnell draußen im Gebüsch. Der Schimmel blühte überall. Im Blechlager Schutzabdeckungen fehlten. Schaltkästen mussten überbrückt werden und von mindestens 6 Kameras, wo man nicht wusste, wo sie waren, wurden wir beäugt. In der Bäckerei gab es meines Wissens auch Überwachungskameras. Vor Monitor der Kameras saß meistens die
Mutter des Chefs und passte auf. Verfehlungen konnten so sofort gemeldet werden. Das war aber interessant. Der hatte von überall Zugriff über diese Kameraüberwachung. Auch da das Prinzip Lidl, da war ja auch bekannt, dass die sogar mit Detektiven und Kameraüberwachung ihre eigenen Leute bespitzelten. Der konnte, egal wo er war in der Welt, über Internet sich einschalten und konnte kontrollieren. Es war da einmal nachts um 3 eine Kollegin, die sich für den Betriebsrat stark machte, hat er unter Vorwänden nachts um 3 abmahnen lassen, weil sie statt einer weißen eine graue Arbeitshose trug. Einmal habe ich miterlebt, wie sich ein Kollege wenige Tage nach seiner Einstellung in einer Europapalette den Fuß verstaucht hat. Auch er wurde entlassen. Zuletzt war ein Kollege noch, kurz nachdem ich da gearbeitet hatte, der hatte einen Wegeunfall, ist mit seinem Moped bei Glatteis weggerutscht und hatte schwere Verstauchungen, Prellungen. Hat sich dennoch zur Arbeit geschleppt, weil es war bekannt, wer krank wurde, wurde in der Regel sofort gefeuert. Hat sich zur Arbeit geschleppt, dann aber die Schmerzen waren so groß, dass er zum Betriebsleiter ging und sagt, darf ich nicht doch ins Krankenhaus? Ja, geh mal. Ging ins Krankenhaus, ließ sich da 2 Stunden verarzten, also nach Hause kam, waren dem vorausgeeilt und hatten bereits schriftliche Kündigung in seinem Briefkasten eingelegt. Das sind, dann heißt es, ja, das habe ich auch von anderen gehört. Vögel in der Produktionshalle wurden mit einem Luftgewehr erschossen. Dann kam der Inhaber mit Betriebsleuten und haben da ihren Jagdspaß gefrönt. Es kam vor, dass wir 2 Wochen lang unbezahlt zu Hause bleiben mussten oder auch Dauerschichten und so weiter machen mussten. Ich habe das nur noch mal kurz vorgetan, weil das war jetzt gerade von einem Kollegen mir zugeschrieben worden. Die Firma, der hat aus Trotz die Firma geschlossen erstmal. Wie lange er diese Firma geschlossen hat, wissen wir nicht. Dadurch sind auch einige Prozesse, Arbeitsprozesse anhängig, wo ich auch Kollegen mit unterstütze und einen sehr guten Arbeitsrechtler gestellt habe, versucht er wahrscheinlich, sich auch hier aus der Verantwortung zu stehlen. Ich bringe mal nur ein Beispiel zur Veranschaulichung, wie man hier in dieser Firma aufgenommen wird. Auf der Homepage von Weinsheimer steht, dass in der Firma qualifizierte Mitarbeiter im Einklang mit der Backkunst backen. Ich bin zwar weder qualifiziert noch verstehe ich was von Backkunst, dennoch rufe ich an, um mich als Arbeiter anzubieten. Von einem Angestellten erfahre ich, sie suchten 20 bis 30 Jahre alte Männer, die robust sind und belastbar, also nicht mich. Ich gebe vor, 51 Jahre alt zu sein, statt damals 66 und habe mir die Identität eines Freundes entliehen. Falsche Haare, schwarzer Oberlippenbart verjüngen mich. So schwinge ich mich im Rennfahrerdress und mit windschlüpfrigem Helm auf mein schnittiges rotes Rennrad mit eindrucksvollem Triathlonlenker und fahre so direkt vor die Verwaltung der Großbäckerei. Mein Name ist Frank Kimmerle. Ich soll hier eingestellt werden, stelle ich mich der Dame Empfang vor. Sie mustert mich verwundert, drückt mir ein Formular in die Hand, wimmelt mich mit den Worten ab, dann füllen Sie das hier erstmal aus und legen Ihre Zeugnisse dazu. In diesem Augenblick kommt eine etwa 35-jährige Frau hinzu, gepflegt und bestimmt im Auftreten. Sie wird von der Empfangsdame als Gattin des Inhabers begrüßt. Ich wende mich an Sie, man hat mir gesagt, ich könne sofort hier anfangen. Ich bin die 50 Kilometer von zu Hause mit dem Rennrad gekommen. Aber auch ihr ist mein Auftritt nicht geheuer. Sie weicht aus. Mag schon sein, aber ich habe noch zu tun. Sie will gehen, da lege ich noch eins drauf. Ich weiß ja, dass Sie jüngere Leute suchen, aber ich mache Triathlon, habe den Ironman geschafft, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und den Marathon noch obendrein. Da ist die Arbeit für mich wie lockeres Training. Man muss sich heute aus 51 Jahren schon was einfallen lassen, um einen neuen Job zu bekommen. Ich kann Ihnen außerdem ein sportärztliches Attest vorlegen, in dem mir das biologische Alter eines 30-Jährigen bescheinigt wird. Ich meine, den Ironman, der ist mir wohl nicht mehr vergönnt, aber den Olympischen Triathlon, den habe ich schon geschafft. Ich habe mich außerdem vorbereitet und regelmäßig Ausdauer- und Krafttraining absolviert. Dennoch übertreibe ich natürlich gewaltig. Die Kernpunkte aggressiver Gesprächsführung kommen mir in den Sinn, die ich im Callcenter bei meiner letzten Recherche gelernt habe. Da mussten wir ja auch Leute überrumpeln, überhaupt Abschlüsse zustande zu bringen. Das war der reinste Betrug
Und da wurde genau solche Prinzipien wurden da abverlangt. Und ich bringe nochmal ein Beispiel, wie da das Training war. Da war ein gelernter Jurist und Psychologe. Da wurde aus Opfern wurden da Täter gemacht. Viele Arbeitslose, viele Jüngere, die in solche Callcenter zwangsverpflichtet werden. Und wenn die keine Abschlüsse innerhalb weniger Tage bringen, dann werden sie wieder entlassen. Und das ganze System ist zu 80%, diese Verkaufs-Callcenter, auf Betrug aufgebaut. Reiner Betrug. Ich habe das auch in Reportagen veranschaulicht. Und da wurden folgende Schulungen durchgeführt. Da wurden wir da gedrillt. Ich habe das auch filmisch aufgenommen, heimlich gefilmt. Und das ist in dem Film auch, der im ZDF lief, zu sehen und zu hören. Da sagt der Trainer, wir müssen den Kunden führen. Wir wissen, wo es hingeht. Schon vor dem ersten Satz, schönen guten Tag, wissen doch nur wir, dass wir zur Kontonummer wollen. Das weiß der Kunde natürlich noch nicht. Im Verkauf spielt eine ganz starke Rolle, dass der Verkäufer die Konventionen und Höflichkeitsregeln ausnutzt, die man in unserer westlichen Gesellschaft verinnerlicht hat. Deshalb gibt es viele, die die Festigkeit nicht hinkriegen und einfach nicht sagen können, lasst mich in Ruhe. Das Tempo spielt eine große Rolle. Das ist wie im Hollywood-Action-Kino. Schnelle Schnittfolgen, Bildergewitter, Verfolgungsjagden. Da rast ein Auto um die Ecke, na klar, ich nehme das wahr, aber sofort kommt die nächste Information. So kann ich erreichen, dass der andere sich gedanklich darauf einlässt. Denn wenn ich zu viele Pausen mache, fällt der Kunde doch wieder auf seine eigene Haltung zurück, die ja prinzipiell ablehnend ist. Wenn der Kunde sagt, meine Kontonummer gebe ich grundsätzlich nicht über Telefon raus, dann haben wir ihn doch schon zur Hälfte. Grundsätzlich, im Prinzip, prinzipiell, das sind doch alles Verkaufsindikatoren. Weil der Kunde damit sagt, ich mache das im Prinzip nicht, es sei denn, du gibst mir einen Grund dafür. Für dich mache ich eventuell eine Ausnahme. Und so versuche ich, wie die Termite am Fundament seiner Einwände zu nagen, ich versuche, sie zu zerbröseln. Ich zerbrösele, nur ja, keine Pausen entstehen lassen, Gegenenergie aufbringen. Ich zerbrösele die Haltung des Kunden sowie die Termite das Fundament. Die Termite hat es dem Teamleiter angetan. Und dann betoniere ich seinen Einwand. Hauptsache, ich bringe keinen Satz, der eine Negation enthält. Kein Nicht, kein Nein, kein Aber. Ich bräuchte Ihre Bankverbindung. Absolut falsch. Da spürt doch der Kunde, ich greife in sein Portemonnaie und raube ihm sein Geld. Stattdessen ganz unpersönlich, wir nehmen jetzt die Bankdaten auf, eine Situation der Unvermeidlichkeit suggerieren. Ich habe früher auch immer Angst vom Zahnarzt gehabt, aber irgendwann muss man doch dahin. Wie lautet Ihre Kontonummer? Das ist wie Voodoo. Das, wie gesagt, war diese Trainingssache. Und hier bei der Einstellung bei Lidl ist mir das doch zugute gekommen. Die Kernpunkte aggressiver Gesprächsführung kommen mir in den Sinn, die ich immerhin bei meiner letzten Arbeit im Callcenter gelernt hatte. Ich fand es widerwärtig, diese Methode am Telefon anzuwenden, aber jetzt kommt sie mir zugute. Den anderen nicht zu Wort kommen lassen, Gegenenergie aufbauen, Unvermeidlichkeit suggerieren, positive Bilder erzeugen, auf den Abschluss drängen, höre ich meinen Ausbilder von damals, als stünde er hinter mir. Also gebe ich nochmal Gas. Ich hatte erfahren, dass bei Weinsheimer Arbeiter ohne Entlohnung die ersten Wochen probeweise arbeiten müssen. Auch das nimmt zu in unseren Betrieben. Der Beruf Praktikant ist inzwischen ein Dauerberuf. Da sind auch Ältere, die sich von Praktikum zu Praktikum hangeln. Und das wird schamlos ausgenutzt. Das nutze ich wiederum meinerseits aus und sage, ich kann ja die erste Zeit auch umsonst hier arbeiten, damit sie sich ein Bild von mir machen. Und sie gehen keinerlei Risiko ein. Die Chefin bleibt stehen, wendet sich mir zu. Ich entdecke sogar eine Regung in ihrem Gesicht und sie fragt tatsächlich, haben Sie schon mal im Schichtsystem gearbeitet? Ja, am Fließband bei Ford und bei Siemens immer kocht, antworte ich wahrheitsgemäß und verschweige, dass das fast 40 Jahre zurückliegt. Dann erscheinen Sie morgen zur Frühschicht, sagt sie. Ich bin drin. Für 67 Euro Stundenlohn brutto nach der unbezahlten Probezeit. Dafür hat man immerhin Arbeit hier in der Region, wo die Arbeitslosenquote hoch ist und die Jobs rar. Am ersten Morgen begrüßt mich die Chefin selbst mit Handschlag, dafür ohne Vertrag. Den gibt es weder heute noch später. Die Chefin überreicht mir eine weiße Arbeitshose und ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Ich frage, ob man darin, es ist immerhin Winter, nicht friere.
Wenn es ihnen zu kalt ist, müssen sie eben schneller arbeiten. Dann überlässt sie mich meinem Schicksal und meiner Schichtführerin. Als ich mich meiner neuen Vorgesetzten, einer resoluten Mitvierzigerin, vorstellen will, übersieht sie meine ausgestreckte Hand. Ich hatte angenommen, sie würde mir dies und jenes erklären und mich zumindest durch den Betrieb führen. Stattdessen läuft sie an einem Schaltkasten und drückt hektisch auf mehrere Knöpfe. Auch die anderen Kollegen nehmen kaum Notiz von mir. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt oder vielmehr mit dem, was Maschine und Band ihm abverlangen. Ich werde zu zwei Kollegen und einer Kollegin ans Endband gestellt. Soweit die offizielle Einweisung in den Arbeitsalltag bei der Firma Gebrüder Weinsheimer Brot GmbH und Co. Die Brotfabrik Weinsheimer produziert in Wahrheit Brötchen, was auch nicht schlecht sein muss. Nur hat es mit dem Werbespruch, hier werde seit 1897 original Hunsrücker Brot gebacken, nicht viel zu tun hat. Ich stehe ungefähr eine Stunde am Band, da geht plötzlich ein Geschrei los. Eine Sirene heult auf und meine beiden Kollegen rennen fluchend in die Nebenhalle. Die Schichtführerin brüllt mich unvermittelt an, ich soll hinterher. Schnell, schnell, helfen, helfen, ruft sie ganz verzweifelt und schubst mich. Bleche vom Band runter, Tempo, Tempo. Nebenan steht der glühende Backofen, aus dem die Bleche sich auf das Band schieben. Unsere Aufgabe ist es, die heißen Bleche mit den herunterpulsten Brötchen wieder vom Band zu nehmen und in fahrbare Gestelle zu schieben. Ein Kollege wirft mir ein paar zerfetzte Handschuhe zu und als erstes verbrenne ich mir die rechte Hand. Beim Hochstemmen der Bleche über dem Kopf zischt es auf der Haut meines rechten Arms und am Kinn und es bilden sich dicke Brandblasen. Alle meine Kollegen, so erfahre ich später, haben sich diese Brandverletzungen zugezogen. Erst nach einer Woche erfahre ich von dem Notstopp-Knopf, der seitlich des Bandes angebracht ist. Aber den dürfen wir nur im alleräußersten Notfall betätigen, das wissen die Kollegen. Dann wird er gedrückt, bleiben die Brötchen zu lange im Ofen, werden zu dunkel und sind nicht mehr zu verwenden. Mit großem Nachdruck warnt mich ein Kollege, ein gelernter Bäcker, unbedingt die Finger von diesem Knopf zu lassen. Darauf achtet auch der Eigentümer und Geschäftsführer der Firma, der sich zum Unglück der Beschäftigten auch noch selbst zum Unfallbeauftragten ernannt hat. Wenn wir da Unfälle hatten, und ich habe mir dieses Unfallbüchlein besorgt, die wenigsten haben sich da eingetragen aus Angst, dass sie auffallen, da waren immer wieder dieselben Verletzungen drin und da wurde keine Abhilfe geschaffen. Da waren Bleche, die dicht über einem waren, da waren Maschinen nicht abgesichert, da waren ständig Fingerverletzungen, Handverletzungen und ich selbst habe mal den Betriebsleiter gerettet. Bei laufender Produktion mussten wir unter das Band kriechen und Brötchen, die darunter purzelten, wegkratzen. Und er verlangte das von mir. Ich sage, es ist gefährlich, ja? Das kann was passieren. Ich mache euch das mal vor. Schon kriecht er selbst runter. Sein Kittel wird von der Kette gepackt und er war fast dabei, da reingezogen zu werden. Habe ich ihn gerettet, habe an ihm gerissen, hatte dann ein Teil des Kittels in der Hand, ich habe mir den mitgenommen als Andenken, Öl verschmiert. Und hat sich nicht bedankt bei mir. Im Gegenteil, er war sauer. Alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, sind sich darüber einig, dass sich Betriebsklima und Arbeitsbedingungen drastisch verschlechtert haben, seit Weinsheimer ausschließlich für Lidl produziert. Die Fabrik ist diesem einen Großabnehmer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und der Eigentümer gibt den Druck knallhart an die Beschäftigten weiter. Wenn Lidl mehr bestellt, kommt es vor, dass wir 2 oder 3 Wochen ohne freien Tag durcharbeiten mussten. Im Extremfall haben Kollegen 420 Stunden im Monat bis zum Umfallen geschuftet. Umgekehrt, wenn bei Lidl Flaute ist, müssen wir zu Hause bleiben ohne Geld. Und müssen sehen, wie wir über die Runden kommen. Die Firmenleitung von Weinsheimer zahlt in solchen Fällen nichts. Kein Ausfall, keine Wartezeit, keine Rufbereitschaft, rein gar nichts. Selbst gesetzliche Feiertage, Weihnachten, Neujahr, Ostern oder 1. Mai, wurden bei der Gehaltsabrechnung, besonders bei ausländischen Kollegen, immer wieder unterschlagen.
kam vor, dass welche 20 Kilometer zur Arbeit kamen, wurde ihnen gesagt, heute läuft nichts, Lidl hat nichts bestellt, geht wieder nach Hause, ohne einen Verdienstausfall. Dann gab es Aushänge am schwarzen Brett, die an Unverschämtheit nicht zu überbieten waren. An die sehr geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darf man aus einem zitieren. Wie allseits bekannt, ist die Firma Lidl mittlerweile unser einziger Kunde. An dieser Stelle möchte ich schon mal Folgendes loswerden. Bei Reklamationen seitens der Firma Lidl werden die Beträge jeweils an der nächsten Rechnung abgezogen. Dieses ist in dieser Woche der Fall, da über 150 Paletten, das sind 1,5 Tage Produktion oder 50.000 Packungen, schimmelig gemeldet wurden. Der Schimmel entsteht durch unsauberes, ungenaues Arbeiten. Wenn ich sehe, wie die Räumlichkeiten und Maschinen nicht gereinigt werden und die Mitarbeiter meinen, sich nicht an vorgeschriebene Prozesse halten zu müssen, aber dann ihrem Lohn hinterher jammern, schreibt er, dann den rate ich in Zukunft, sein eigenes Handeln und den Umgang mit seinem eigenen Arbeitsplatz zu überdenken. Ich, die Firma Lidl und allen Endkunden, habe für diese Arbeitsauffassung keinerlei Verständnis. Die Produktion wurde nie angehalten. Es war gar keine Zeit zum Reinigen. Und es waren manchmal Kästen, wo der Schimmel blühte, wo man gar nicht reinkriechen konnte, wenn die Anlage nicht stillstand. Und die stand nicht still, 24 Stunden im Einsatz. Den vielleicht widerwärtigsten Fall von Mobbing erlebt ein Mann namens Ottmar Thiele. Er arbeitet seit 33 Jahren in der Firma. Als der Chef ihn zwingen will, eine Änderungskündigung zu unterschreiben, die ihm 500 Euro weniger im Monat beschert hätte, dafür aber Schwerstarbeit im Schicht- und Nachtdienst. Obwohl Thiele nicht unterschreibt und trotz eines ärztlichen Attests, wonach ihm wegen einer Herzerkrankung weder Nacht- noch Spätschicht zugemutet werden dürfe, wurde er zum Schichtdienst gezwungen. Er wurde in die Produktion versetzt und musste schwere Paletten von Hand schieben. Alles im Dauerlauf, erzählt er. Die wollten, dass ich von selbst gehe. Ich habe kaum noch geschlafen, Tag und Nacht nur noch an die Firma gedacht. Er reicht schließlich eine Klage ein, weil er nach seiner Weigerung, eine Änderungskündigung zu unterschreiben, immer schlimmer schikaniert wird. Am nächsten Tag erteilt ihm die Firma Hausverbot. Die Chefsekretärin kommt morgens in die Werkstatt, verlangt meine Stempelkarte und meinen Schlüssel. Doch kaum war ich zu Hause, rief der Betriebsleiter an, ich müsse am nächsten Tag wieder zur Spätschicht antreten. Also eine reine Schikane, um ihn mürbe zu machen und zum Aufgeben zu zwingen. Ich habe das gemacht, aber bekam dann nach 4 Stunden härtester Arbeit plötzlich keine Luft mehr. Hatte panische Angst, mein Herz krampfte sich zusammen. Ich musste sofort zum Arzt. Nach einjährigem Prozess bekommt Thiele recht. Die Änderungskündigung ist unbegründet und unwirksam. Der Unternehmer hat trotzdem seinen Sieg errungen, denn Thiele verzichtet darauf, wieder eingestellt zu werden. Er gibt sich mit einer 7-monatigen Gehaltsnachzahlung zufrieden, nachdem der gegnerische Anwalt trickreich suggeriert hatte, dem Betrieb stehe ein Insolvenzverfahren bevor. Und er solle froh sein, dass er da noch ein paar Kröten rausbekommt. Ich habe Ottmar Thiele gefragt, was seiner Meinung nach die gerechte Strafe für solch einen Menschenschinder wäre. Es müsste ein Gesetz geben, sagt er, dass so ein Mann mindestens mal 8 Wochen in der Produktion arbeitet, unter den Bedingungen, die er zu verantworten hat. Ich hatte dann, nachdem auch da wieder eine Zeit lang eingespart wurde, und ich vorübergehend freigestellt werden sollte, habe ich das aber überbrückt und habe meinen Freund Heinrich Pachel, ich weiß nicht, wer den kennt, ein bekannter Kabarettist, den habe ich zum EU-Bevollmächtigten eines Programms 50+ ernannt. Und der hat dann gesagt, hier gäbe es ein neues Programm aus Brüssel, das Unternehmen Arbeiter finanziert kriegen. Und hier wäre Weinsheimer mit begünstigt. Und dann kam irgendwann mein Freund Pachel mit einer Delegation aus Brüssel, hat den Betrieb inspiziert, nicht? Und den Vorzeigearbeiter sich da auch mal zeigen lassen. Wir waren da gerade wieder in einer absoluten, grauenhaften Situation. Die Anlage blockierte, die Bleche flogen uns um die Ohren. Und das hat der Pachel dann auch heimlich gefilmt, für diesen Film, den es da gibt. Ne? Und dann wurde ihm noch vom Werksleiter gesagt, ich wäre schon ein, ja,
Er hatte gemerkt, dass ich viel mit meinen Kollegen auch gesprochen hatte, auch kritische Fragen gestellt hatte. Und einige waren da als Spitzel, die das der Firmenleitung meldeten. Und so sagte dann der Firmenleiter, ich wäre nur schwer intrigierbar, so nannte er das. Er meinte wohl integrierbar. Aber so habe ich dann die Zeit überbrückt. Und ich muss allerdings sagen, nach einem guten Monat war ich auch an den Grenzen meiner Möglichkeiten. Ich bekam, obwohl ich hochtrainierter Sportler bin, nach Dauereinsätzen und Dauerschichten erstmalig im Leben Herzrhythmusprobleme. Das war also nicht ganz ohne. Hatte aber dann einen Kollegen, der auch immer am Ende seiner Kräfte war, einen indischstämmigen Kollegen, der dann für mich einsprang, damit ich das noch weiter durchhielt. Nur soweit zum Fall Weinsheimer. Hier ist heute eine Familie, der zu verdanken ist, dass es eine Reportage gibt über eine Edelgastronomie hier in der Nähe. Wachtenberger Mühle, ist die bekannt? Kennt doch jeder hier. Ne? Nach außen hin ein Unternehmen, wo jeder sagt, ja, Ausflugslokal, geht man doch mal hin und ist auch im Grunde genommen ganz schöne Gastronomie und so weiter. Und wenn man wüsste, welche Zustände dort herrschen, würde mancher doch lieber woanders sich schmecken lassen. Als ich übrigens meinen Bildprozess hatte, ich habe ja als Bildreporter deren Fälschungen auch überführt und in dem Buch Der Aufmacher veranschaulicht. Und da gab es einen Richter in Hamburg, Engelschall, selber im Rotarierclub und im bestimmten Gourmet-Zusammenhängen, wo ich mich nicht so auskenne. Und der hat das Buch erstmal verboten, den Aufmacher, nicht weil da was Falsches drin stand, sondern mit dem Argument, er sprach vom Tatbestand des Einschleichens. Man hätte kein Recht, in so einer Firma oder hier in so einem Konzern Einblick zu nehmen. Und er als Feinschmecker brachte das Argument, das wäre ja wie bei dem Restauranttester. Das reicht ja auch, wenn er dort speist und nicht Einblick in die Küche nimmt. Ja, er sprach wörtlich in dem Urteilsbegründung vom verbotenen Einblick in die Küche. Und bei Bild, das war hier bei Weinsheimer ja auch, wäre das ja ähnlich, nicht? Da muss man in die Küche, um die Arbeitsbedingungen festzustellen. Das Essen ist eine Sache für sich, nicht? Und so war auch es bei der Bildzeitung. Ich habe erstmal alle Verfahren verloren, weil dieser Richter in Hamburg war offensichtlich befangen. Er ging im Hause Springer auch ein und aus. Und seine einzige Tochter wurde nach den ganzen Verboten dann anschließend Bildzeitungsredakteurin. Und er hat danach sein Richteramt in der Pressekammer, er war Vorsitzender, aufgegeben und hat mit dem Sohn des damaligen Chefredakteurs Prinz selber eine Anwaltskanzlei für Presserecht gegründet, wo allerdings nur Menschen ab einem Millioneneinkommen vertreten werden, Fürstenhäuser und so weiter. Und dieses Argument, verbotener Einblick in die Küche, wurde dann allerdings von höchster Instanz, es wurde eben schon angesprochen, vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht, wurde dieses Urteil aufgehoben und es war eine Bresche für die Meinungsfreiheit. Nicht nur für Journalisten und Schriftsteller, sondern auch für jeden Arbeiter und Angestellten. Es gilt inzwischen als Lex Wallraff auch in der Rechtsgeschichte und muss sagen, ich habe inzwischen den Eindruck, wir leben in einem Rechtsstaat, tatsächlich. Ich habe diese Prozesse alle gewonnen. Meine Bücher sind inzwischen gerichtsbeglaubigte Bücher, in großen Teilen. Nur Recht zu haben und Recht zu bekommen, da liegen Welten dazwischen. Hätte ich nicht so hohe Auflagen, hätte ich nicht von meinen Lesern sozusagen die Prozesse finanziert bekommen, würde ich heute als Lügner dastehen. Das ist Sache. Wir leben schon eine Klassengesellschaft, darf man nicht verschweigen. Aber das oberste Gericht, immerhin unabhängiges Gericht, BGH, bestätigt vom Bundesverfassungsgericht, hat in dieser Urteilsbegründung erklärt, wenn es um gravierende Missstände in der Gesellschaft geht, könne man auch unter Tarnung, unter Täuschung, unter anderem Namen, unter anderer Identität das aufdecken und das wirtschaftliche Interesse hätte dahinter zurückzustehen. Und davon machen inzwischen auch andere Kollegen, zum Beispiel auch in Frontalsendungen und so weiter, Gebrauch. Und dann hat dieses Gericht, und das zitiere ich mit Genuss immer wieder, hat dann noch wörtlich festgeschrieben, der Urteilsbegründung,
Da es sich bei der Bild-Zeitung um eine Fehlentwicklung im deutschen Journalismus handelt, müsse meine Methode auch der Täuschung dennoch legitim sein. Und wie gesagt, da mache ich auch weiterhin Gebrauch von. Aber vielleicht zurück zur Wachtenberger Mühle. Ich darf vielleicht ein paar Beispiele bringen. Jetzt kann der falsche Eindruck entstehen, dass hier in Rheinland-Pfalz das alles besonders grausam ist und entsetzlich und woanders das ja doch viel harmloser. Nein, ich bin nur gerade, weil ich hier bin, bringe ich diese Beispiele, die hier naheliegend sind. Und vielleicht sogar, dass es hier in einzelnen Regionen mutige Menschen gibt, die ein Unrechtsbewusstsein haben und ungeachtet der Schwierigkeiten, die ihnen durch sowas entstehen, sagen, das muss bekannt gemacht werden. Das darf nicht verschwiegen werden. Sonst ist in der Gesellschaft ja das sich wegducken, das hinnehmen, das sich alles gefallen lassen. Es ist eine Wehrlosigkeit in dieser Gesellschaft entstanden, die ist schon für eine Demokratie erschreckend. Ja? Ich erlebe sicher auch eine bestimmte Medienwelt, tut das ihre durch Desinformation, durch Nichtinformation und durch bestimmte Spaßsendungen, wo nur noch die Einschaltquote zählt und auch öffentlich-rechtliche Sender, die immer mehr nach der Einschaltquote schielen und dann kritische Sendungen immer mehr in die späte Abendzeit hinein, in die Nachtzeit oft verlagert wird. Und von daher ist das wiederum auch nicht zu verwundern. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sich dieser Angst widersetzen und dann die Öffentlichkeit suchen und herstellen. Und so habe ich es hier der Familie Eimann zu verdanken. Die Mutter ist hier und vor allem auch Carsten ist hier, der diesen Leidensweg in der Wachtenberger Mühle als Lehrling erlebt hat und trotzdem, während er noch da arbeitet, sagt, da stehe ich zu, das wird bekannt gemacht. Beschämend ist, dass die örtlichen Gewerbeaufsichtsämter so versagt haben, auch die örtliche Staatsanwaltschaft. Ich wollte es nicht veröffentlichen. Es war dasselbe, was ich eben gesagt habe. Ich war an einer anderen Sache dran. Ich denke, Mensch, das bringt ja doch in Ordnung. Ich rufe den Firmeninhaber an. Habe ich gemacht. Ich sage, sehen Sie, das und das und das ist bei Ihnen. Bringen Sie das in Ordnung. Ändern Sie das. Mit einer Unverfrorenheit, dreist, mir kann keiner. Ich habe das selber erlebt in meiner Lehre. Und das ist so in der Gastronomie. Und das will ich auch nicht ändern. Alle Arbeitsschutzbestimmungen ignoriert, Jugendschutzbestimmungen ignoriert. Vielleicht können wir nachher auch, wenn der Carsten auch hier ist, der jetzt woanders seine Lehre zu Ende gemacht hat und dann jetzt gerade sein Abitur noch nachmacht. Großer Respekt. Ich darf aber mal kurz ein paar Zitate bringen, damit das nicht so abstrakt ist. Und es ist leider, leider kein Einzelfall. Es ist in anderen Gastronomiebetrieben zum Teil ähnlich, nur es ist ein besonders krasser Fall hier. Und dass die Gewerbeaufsichtsämter und die Staatsanwaltschaft dem nicht beikamen, das ist der größere Skandal noch, obwohl es bekannt wurde. Und nach wie vor auch namhafte Firmen da sich bewirten lassen und über Catering und über Festlichkeiten und so weiter diese Firma ja immer noch konsultieren. Carsten hatte seine Arbeitsstunden regelmäßig aufgelistet. Die maximale Wochenarbeitszeit türmte sich für ihn schon innerhalb der ersten 5 Monate auf sagenhafte 80,5 Stunden. Ersten 5 Monate auf sagenhafte 80,5 Stunden. Es gibt ein Jugendschutzgesetz. Nein. Doppelt so viel wie erlaubt. Im Durchschnitt lag seine Wochenarbeitszeit bei über 55 Stunden. Damit wurden die gültigen Grenzen regelmäßig um mindestens 15 Wochenstunden überschritten. Intern gelten andere Regeln als die schriftlich vereinbarten, die der Industrie- und Handelskammer vorgezeigt werden. Die Ausbildungsleitung rückt gleich zu Beginn der Ausbildung mit den echten Arbeitszeiten in der Küche heraus.
Danach beginnt die Arbeit der Volljährigen und der Minderjährigen Auszubildenden um 9 Uhr und dauert bis 14 oder 15 Uhr. Falls es eine Mittagspause gibt, geht die Arbeit dann um 17 Uhr weiter und endet nicht vor 23 Uhr. Meistens wird es aber später. Schon diese Regel, die der Küchenchef verkündet, bedeutet, täglich müssen die Auszubildenden mindestens 11 Stunden arbeiten, Jugendliche darunter, wobei alles Jugendliche, wobei die zusätzliche Höchstarbeitszeit erst recht für minderjährige Azubis deutlich überschritten wird. Carsten, darf ich nochmal hier zitieren, ich kann kaum noch Freunde besuchen, das Fußballspiel im Verein habe ich auch drangeben müssen, ich habe überhaupt keine Kraft mehr dazu, wir haben alle 4 Wochen Berufsschule, eine Woche im Block, aber auch in dieser Zeit müssen wir nach Schulschluss dann noch in den Betrieb, wieder bis 23, 24 Uhr und am nächsten Morgen ist dann wieder Schule. Wenn einer von uns im Unterricht einschläft, und das kommt häufig vor, dann sagt die Lehrerin, lass ihn ruhig weiterschlafen, der ist von der Wartenberger Mühle. Ich hatte, wie gesagt, Martin Scharf telefonisch darauf hingewiesen, dass solche überlangen Arbeitszeiten gesetzeswidrig und gesundheitsschädlich sind. Und er sagt dann wörtlich, wo kämen wir denn hin, wenn ich das Jugendschutzgesetz einhalten würde? Dann können wir den Laden doch dicht machen, antwortet mir der Sternekoch. Tatsache ist, die Gourmetmühle funktioniert nicht ohne Auszubildende. Ohne sie würde der Laden zusammenbrechen. Sie stellen mehr als die Hälfte der Belegschaft. Das ist auch häufig so. Ein äußerst fragwürdiges Konzept, denn das Berufsbildungsgesetz verpflichtet den Arbeitgeber dazu, das Verhältnis von Fachkräften zu Auszubildenden in einem sinnvollen Maß zu halten, um eine, so heißt es dort, fachgerechte Ausbildung zu ermöglichen. Aber in der Mühle sind von den 26 Beschäftigten ohne Ausbildungsvertrag nur weniger als ein Drittel Fachkräfte im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, sodass eine Fachkraft in der Regel 3 oder 4 Auszubildende zu betreuen hat. Morgens erzählt eine ältere Servicemitarbeiterin, lasse ich die Kinder, sie lacht und korrigiert sich, die jungen Leute rein. Ich bin immer einer der Ersten. Und wenn die Auszubildenden kommen, schließe ich ihnen die Hintertür auf. Die sind meist völlig unausgeschlafen, ungekämmt und in zerknitterter Kleidung. Auch im Service stellen sie 2 Drittel der Belegschaft. Auch hier läuft nichts ohne sie. Tanja, die nach ihrem Abitur ein paar Jahre gejobbt und mit 22 Jahren ein Kind bekommen hat, begann mit 24 Jahren ihre Ausbildung bei der Wartenberger Mühle. Schon am ersten Tag musste ich 15 Stunden durcharbeiten. Am Abend war ich fix und fertig, aber ich bin dabei geblieben. Obwohl ich meinen Sohn, der damals 18 Monate alt war, kaum noch gesehen habe. Meine Schwiegermutter hat auf ihn aufgepasst und mein Mann war ja auch auf der Arbeit. Ich habe die Zähne zusammengebissen und meine Schichten abgeleistet. Oft 6 Tage in der Woche. Wobei wir gar keine richtigen Schichten hatten. Wir mussten bleiben, solange wir gebraucht wurden. Im Service musste sie die ganze Zeit stehen und laufen. Irgendwann bekam Tanja eine Venenentzündung. Ein Bein war bis zum Knie blau. Die Schmerzen waren so stark, dass sie zum Arzt wollte. Ich müsse noch eine Stunde durcharbeiten, sagte mir dann die Mitinhaberin Anja Scharf, die Chefin im Service. Aber daraus sind 4 Stunden geworden. Dann erst durfte ich gehen. Mein Mann musste mich abholen, weil ich das Gaspedal im Auto nicht mehr runtertreten konnte. Der Arzt hat mich 2 Wochen krank geschrieben und gesagt, wenn Sie so weitermachen, muss eventuell Ihr Bein amputiert werden. Im Attest stand wegen Überlastung. Der Arzt warnte Tanja, sie solle sich unbedingt schonen, weil bereits eine Thrombose zu befürchten sei. Die gesundheitlichen Folgen überlanger Arbeitszeiten haben auch andere Auszubildende zu spüren bekommen. Die 16-jährige Nora erlitt am Arbeitsplatz einen Zusammenbruch und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden, nachdem sie mehrere Tage lang 10 bis 12 Stunden durcharbeiten musste. Auch Carsten klappte auf der Arbeit zusammen und wurde vom Arzt für mehrere Tage wegen Erschöpfung krankgeschrieben. Marie, eine andere Auszubildende im Service, hatte nach einer 18-Stunden-Schicht auf dem Weg nach Hause einen Autounfall und erlitt Prellungen und Schnittverletzungen. Ich versuchte, mich krampfhaft wach zu halten, aber ich muss am Steuer kurz eingeschlafen sein. Sekundenschlaf. Da verlor ich die Kontrolle über den Wagen und landete im Straßengraben. Am nächsten Tag war sie trotzdem wieder im Betrieb. Für alle Mitarbeiter reduziert sich das Leben auf die Arbeit. Tanja erzählt, dass ihre Ehe in die Krise geriet. Ich war nur noch fertig, schlecht gelaunt, kam irgendwann in der Nacht nach Hause. Am nächsten Tag musste ich wieder früh raus.
Ich mochte meinem Mann auch nichts mehr erzählen von meiner Arbeit. Ich hatte einfach genug, wollte kein einziges Wort mehr darüber verlieren. Das hat es aber auch nicht besser gemacht. Der Standpunkt von Martin Scharf, den er noch einmal in einem Gespräch mit Carsten Familie und der IHK Pfalz unterstreicht, solche, wörtlich Zitat, solche Arbeitszeiten sind halt in der gehobenen Gastronomie üblich. Die Ausbildung der Wartenberger Mühle ist eben etwas anderes als eine Ausbildung in einem einfachen Gasthof, als ob es da nicht zum Teil auch so wäre. Außerdem könne die gehobene Gastronomie nur existieren, wenn sie die offiziell gar nicht geleisteten Überstunden nicht bezahle. Arbeitszeit, so muss geschlussfolgert werden, ist in der Wartenberger Mühle die ganze Lebenszeit. Der Rest ist Schlaf. Nur mal ein paar Auszüge, aber hoch angesehen, wie gesagt, auf Bambi-Verleihungen, da wurden 24-Stunden-Schichten durchgearbeitet. Dann in der VIP-Lounge beim 1. FC Kaiserslautern wurden 18 Stunden am Stück bedient. Bei der Frankfurter Buchmesse war man auch im Einsatz. Das ist, wie gesagt, wie es heute ist, man müsste noch mal, sind jetzt viele ausländische Kräfte, mit denen man oft noch willkürlicher verfährt. Es würde sich lohnen, da noch mal jemanden hinzufügen. Ja, fällt mir gerade ein. Okay, das könnte ich jetzt über meine Stiftung machen. Ja, das sollte man noch mal eine Probe aufs Exempel machen. Es gab einen Filmbericht, also man muss sagen, hier regional ist die Presse sehr, sehr wachsam. Das ist nicht das Typische. Die Ortspresse nimmt sich solcher Zustände immer wieder an. Zumindest hier im Weinsheimer, der hat hinreichend berichtet, und auch SWR Fernsehen haben immer wieder kritisch hier Landesschau und so weiter sich der Themen angenommen. Und hier gab es eine Sendung im SWR war das, ne? Die haben dann auch den Inhaber und die Lehrlinge befragt. Die Lehrlinge waren zum Teil dann so, ja, man kann sagen, eingeschüchtert, dass sie da, die haben vorher geprobt, was sie sagen sollten. Die haben geprobt und kamen dadurch auch in Widerspruch zu Aussagen, die sie vorher kundgetan haben. Das sind Zustände, die eine Demokratie von innen her aushöhlen. Und dann, wenn es zu Krisenzeiten kommt, und ich befürchte, da kommt es zu, das heißt, diese Wirtschaftskrise, die ist ja nicht bewältigt, nicht? Die wird ja nur überspielt. Das große Spiel geht ja weiter. Nicht? Wenn Ackermann von der Deutschen Bank sagt, 25% Rendite darunter würde es nicht machen, das geht doch nur über Derivate, über trickreiche Börsenmanipulationen und nicht über normale Bankgeschäfte und Wirtschaftskredite. Und die gesamte Wirtschaft ist zurzeit wieder in dieser Spirale drin und es heißt, ja, wir haben Aufschwung. Aber das sagen übrigens Wirtschaftsexperten, das ist nicht meine unmaßgebliche Meinung. Die nächste Krise wird eine Systemkrise sein, die sich so gewaschen hat, dass alles in Frage gestellt wird. Ich hoffe, ich behalte Unrecht, weil so gefestigt ist unsere Demokratie nicht. Das ist eine geschenkte Demokratie und keine erkämpfte. Und von daher sehe ich hier einiges in Frage gestellt, und Volksverführer, die wir jetzt haben, das sind harmlose. Die NPD, das sind die Fratzen, die durchschaubar sind und die keine ja, so großen Zulauf haben werden. Aber die Mediendiktatoren à la Haider, Berlusconi und wie sie da in anderen Ländern ganze Gesellschaften schon beherrschen, und nicht alle müssen ja solche Fehler machen wie dieser Mensch, der da sein Privatleben dermaßen schamlos da auslebt. Das werden die sein, die uns unter Umständen dann, diejenigen, die entwöhnt sind von der Demokratie, in Hamburg waren es nur noch, ich glaube, über 50 oder wie viel waren es, die zur Wahl gegangen sind? 56, bitte? 56. Nordrhein-Westfalen waren es auch knapp 60. Das heißt, große Teile der Bevölkerung nehmen bereits nicht mehr teil. Vielleicht zum Schluss noch, damit noch Zeit für eine Diskussion ist, für ein Gespräch ist. Ich bin an einem Film dran, der im April im ZDF gesendet wird. Und da geht es um die Anwälte, deren Hauptaufgabe es ist, jenseits der Rechtsprechung, Unliebsame aus Betrieben zu entfernen. Das hat nichts mehr mit Juristerei zu tun. Das ist schon psychologische Kriegsführung. Das ist Psychoterror.
Und ich habe hier mit Opfern Gespräche geführt, habe aber auch in diesen Kursen heimlich gefilmt und habe sie hier zum Teil überführt. Immerhin ist das noch möglich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann auch zu zeigen. Im Buch habe ich das Kapitel drin, mit aller Gewalt, Anwälte des Schreckens. Und derjenige, der das beruflich betreibt, ist Naujox. Und der hat das Buch herausgegeben, wie kündige ich unkündbar. Das ist ein Leitfaden, wie man, so nennt er die Minderleister oder Unliebsame aus den Betrieben entfernt. Und dazu gehören Betriebsratsvorsitzende, die aktiv sind und sich für die Rechte der Kollegen einsetzen. Da kriegt er Kopfgelder bis zu 1 Million. Und das in der Rechtsprechung schafft das nicht. Also wird es außerhalb des Rechts mit Verfolgungsstrategien. Und ich bringe mal aus seinem Ratgeber, kostet über 50 Euro, ist also für einschlägig tätige Firmenchefs gedacht. Da schreibt er, wie er diese Ziele erreicht. Er schreibt hier, man könne die soziale Isolierung strafrechtlich, würde das nicht geahndet, denn, so schreibt er, Kommunikation kann ja nicht erzwungen werden. Das heißt, da werden Belegschaften ausgegliedert und werden in einen anderen Bereich versetzt, wo sie dann gar nicht mehr am eigentlichen Geschehen teilhaben. Dann schreibt er, andererseits würden Staatsanwälte in der Regel Strafanzeigen wegen Mobbing, wegen fehlenden öffentlichen Interesses nicht weiter bearbeiten, sondern auf das sogenannte Privatklageverfahren verweisen. So eine Entscheidung wäre so gut wie ein Sieg, schlussfolgert Naujox. Im Unternehmen könnte es dann heißen, seht ihr, X hat verloren, die Staatsanwaltschaft hat das Ganze ja eingestellt. Seine Kapitel in seinem Buch zum Entfernen von Unliebsamen lauten systematischer Psychoterror des Arbeitgebers, strategisches Schikanieren des Arbeitnehmers, bewusste Verunsicherung des Arbeitnehmers gleich Zermürbungsstrategie, Psychofolter durch den Arbeitgeber, heißt ein Kapitel. Und dann sind Tricks angegeben, wie man das schafft. Fortsetzung der Schikane, reine Quälerei des Klägers, Zwang zur Selbstaufgabe des Arbeitsplatzes. Ich habe mit Betriebsräten gesprochen, gestandene Typen, die nach solchen Schikane-Strategien über Monate, manchmal über Jahre, traumatisiert sind, gebrochen sind, in Kliniken sind und für ihr Leben nicht mehr, keinen Tritt mehr kriegen. Und die kommen zu Wort übrigens in diesem Filmbericht. In einem Fall ein Selbstmord in Berlin, anderen Fällen Selbstmordversuche. Und eines dieser Anwaltsbüros, die genau mit diesem System auch arbeiten, Büro Schreiner, die annoncieren im Internet, wir machen nicht alles, was recht ist. Ein Anwaltsbüro. Annoncieren, wir machen nicht alles, was recht ist, und dann darunter, das Recht des Stärkeren liegt in der Natur einer jeden Sache. Es gewinnt, wer Technik und Taktik am besten beherrscht. Unter Technik fallen auch heimliche Überwachungen ein, Detektivbüros, die hier eingesetzt werden. In einem der Seminare, die für Firmenchefs im kleinen Kreis stattfinden, wo ich dabei war. Da wurde dann in einem Fall bedauernd festgestellt, da hätte es nicht funktioniert. Da sollte der Betriebsratsvorsitzende mit einer Falle in eine sexuelle Nötigung gebracht werden. Da war eine Detektivin entsprechend zurechtgemacht, die sollte den anmachen und ihm dann, da sollte ein Übergriff, eine sexuelle Belästigung daraus gemacht werden. Und da wurde bedauernd in diesem Coaching festgestellt, das hätte leider hier nicht funktioniert. Die beiden hätten Gefallen aneinander gefunden, hätten sich verliebt und wären seitdem ein Paar. Das heißt, die Liebe ist eine höhere Instanz.